Moin, herzlich willkommen auf meinem Kanal. In meinem letzten Video, das habe ich nur auf Twitch veröffentlicht, sehen wir, wie wir zu einer Siedlung kommen. Ich habe aber die Siedlung noch nicht übernommen. Erstens, man braucht 5 verschlüsselte Planetendaten, die man in der Raumstation eintauscht gegen eine Siedlungskarte. Diese Siedlungskarte hast du dann im Exo-Anzug und kannst mit X die Suche nach einer Siedlung starten. Das Problem ist, diese Siedlung ist nicht auf dem Planeten unbedingt, auf dem du dich gerade befindest. Das war bei mir der Fall. Ich habe eine Basis in einem paradiesischen Umfeld und habe jetzt eine Siedlung gefunden, die ist auf einem für alten, kalten Planeten. Das gefällt mir gar nicht, aber ich will trotzdem mal sehen, wie das Ganze funktioniert. Wenn du die Siedlung gefunden hast und sie aufsuchst und sprichst mit einem Einwohner, ist kurz danach ein Kampf angesagt mit 5 Wächtern, die du alle erledigen musst, bevor du dich bewerben kannst als Aufseher für die Siedlung. Ne, also man sollte dann schon in der Lage sein, zu schießen mit seinem Multitool. Ansonsten hast du nicht viel Chancen, dann bist du gleich hin. Ne, man sollte dann auch schon mal so ein Schutzschild haben. So, jetzt gucke ich mal. Die Siedler, da leben im rauen Grenzland. Nö, das ist also das, was dann hier erscheint im Protokoll. Ich war ja schon dort, habe mir aber überlegt, das noch nicht zu machen. So, jetzt möchte ich sehen, wie das funktioniert. Ich habe das Spiel gesichert, das heißt, ich kann gegebenenfalls auch nochmal neu anfangen. Nö, wenn man eine andere Siedlung haben möchte, dann muss... Da muss man nochmal eine Planetenkarte ausspielen, die andere Siedlung übernehmen und dann wird die erste Siedlung entfernt, dann bist du da nicht mehr Aufseher, ne? Nur falls so. Ich werde jetzt diese Siedlung aufsuchen, hier hast du das Symbol, da oben, da ist sie, auf diesem kalten Planeten. Das gefällt mir nicht, aber was soll man machen? So, dann wollen wir mal dahin düsen. Ne? Eisiger Planet. Ich hätte es lieber auf den Paradiesplaneten. Ist ja auch viel angenehmer. Da musst du dich immer darauf achten, dass du deinen Wärmeanzug an hast und was weiß ich alles. So, da wollen wir mal ein bisschen Stoff geben. Ne, also für alle, die es interessiert, wie das so funktioniert mit Siedlung übernehmen, die müssen in der Lage sein, einen Angriff von Wächtern abzuwehren, denn der erfolgt umgehend. So, mal gucken, ob ich schon runtergehen kann hier. Da sagt er gleich wieder, ist nicht frei oder so. Pass auf. Warum auch immer, keine Ahnung. Vielleicht sind da reservierte Plätze für Gebäude, die man noch bauen kann. Ich weiß es nicht. So sieht die Siedlung aus. Von oben haben wir sie ja schon gerade gesehen. Ne? Das ist die Umgebung hier. Da hinten hast du noch mal ein paar Sachen, wenn du sie brauchst. Ich habe mir im letzten Video einen Atlaspass gemacht und kann jetzt endlich auch diese Fässer aufmachen. Deswegen gehe ich da jetzt mal hin. Dann haben wir wieder den Schrott hier, was ja alles Ferrit ist. Man muss es nur umwandeln.
So, Atlaspass. Jawohl. Antimaterie. Na, guck mal, und jetzt noch die passende Umhüllung dazu. Ja. Haha, geil. Das gefällt mir. Mach ich mal einen Daumen hoch, ne? Habt ihr gesehen? Könnt ihr ja nicht, weil ich habe ja kein Bild heute. Es ist sehr früh morgens und ich bin Gesichtsältester. So, man geht also jetzt dahin, wo das Symbol auch zu sehen ist. Ne? Ich habe ja die Sentinels, wie sie so heißen im Englischen. Die Wächter, die habe ich ja abgewehrt. Hallo? Bin ich jetzt auf der falschen Seite hier, oder? Das könnte sein. Ja, das ist die richtige Seite. Und hier mit X. Hast du den Zugriff auf die Siedlungsschnittstelle? Zugriff gewährt. Ne? Also vermisst oder verstorben. So, man ist jetzt nicht gleich Aufseher, wenn man sich bewirbt. Das ist also schon mal wichtig zu wissen. Du bekommst erstmal eine Übersicht. Ne? O Bilderherzen heißt die Siedlung. Korvax. Ich habe 30 Bürger. So rein über den Daumen würde ich mal sagen, 180 bis 200 können das sein, wenn das hier das Rote die Markierung ist, die einmal sich rundherum füllt. Zufriedenheit ist natürlich nicht so gut. Produktivität 108. Was mir Sorgen gemacht hat, ist Wartungskosten. Das ist eine krasse Differenz. Wächter Alarmstufe 9%. Keine Ahnung, was das jetzt im Endeffekt heißt. Interessant ist hier Roboterdiener. Kannst du draufklicken, passiert noch nichts. Du musst erst hier unten Aufseher werden, dann kannst du da wahrscheinlich was machen. Und das werde ich jetzt mal tun. So. Verwaltungsanfrage gewährt. Und nun? Ah, errichte das Büro des Aufsehers, steht da. Mal gucken, was jetzt hier los ist. Ah, Siedlung hat Schulden. Tilge die Schulden, um die Produktion wieder aufzunehmen. Baue Gebäude und investiere in Siedlungsfunktionen, um die Produktion zu erhöhen und die Wartungskosten zu senken. Roboterdiener? Keine Ahnung. Aktuelle Schulden. Um die Produktion wieder aufzunehmen. So, jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich das mache. Ich muss jetzt ein Aufseherbüro bauen. Keine Ahnung wo. Das hier irgendwo, auch keine Ahnung, wie groß das denn ist. Ich klappe das mal auf hier und guck mal. Hier kann ich ja noch gar nichts bauen. Warum nicht? Suche die Baustelle auf und beginne mit der Fertigung. Aha, da muss ich jetzt hier irgendwo da. Da ist eine Baustelle und da muss ich, aha, da muss ich Materialien bereitstellen, so wie es aussieht. Konstruktionsterminal für das Büro. 210 Silikatpulver. Das haben wir ja gleich. Da haben wir vielleicht auch irgendwas, was wir hier schon ausbuddeln können. Da oben. Technologiemodul, das ist ein bisschen weit weg, ne? Aber wir können auf jeden Fall hier buddeln. Ich sag da immer buddeln zu. Klingt ein bisschen blöd, aber innerhalb der Siedlung. Dann wollen wir mal gucken, wo die Siedlung denn aufhört. Dann holen wir uns erstmal hier die Rohstoffe. Also man braucht Rohstoffe, ne? So, hier haben wir Natrium. Vielen Dank.
So, damit füllen wir jetzt erstmal Erhalt. Da. Gefahrenschutz. Wo ist denn jetzt? Warte mal, ich hab doch eben. Das will ich doch gar nicht. Weg damit. Na gut, lassen wir das jetzt. Den klatsche ich da jetzt mal hin, ehe ich da zu spät komme. Natrium habe ich genug in der Tasche. Also man muss alle Sachen bereitstellen. Wo ist denn das jetzt hier? Da. Ach, hier, meine Freundin. Zack, Sauerstoff. Her damit. Und dann nehmen wir das Natrium auch noch mit, wenn es dort auf dem Weg ist. Ja, wenn wir das Technologiemodul ausgraben, dann ist. Was macht er jetzt da? So witzig. Was ist das für einer? Gelandeter Pilot. Da kann man vielleicht auch das Raumschiff kaufen oder irgendwas. Das kann durchaus möglich sein. Aber das ist hier jetzt nicht unser Ziel. Ja, wir wollen jetzt ausbuddeln und da kriegen wir ja automatisch den Rohstoff auch 40 Mal, den wir brauchen. So, Ziel erreicht. Silikatpulver. Ja, sogar 4 geborgene Daten. So, hier können wir Silikatpulver ohne Ende ernten wahrscheinlich. Bergbau ist ja in der Siedlung nicht möglich. 250 waren es, glaube ich. Ich habe das zwar in der Basis, aber das wusste ich ja vorher nicht, dass ich hier so viel brauche. Wo bin ich denn da? Im Meer schon oder was? Bin ich durch den Berg durch, ne? Habe ich einen Weg durch den Berg gemacht? Da muss ich gleich mal gucken. Gleich genug Silikatpulver. 250 brauchen wir, sagt er. Ja, da sind wir irgendwo durch den Berg durchgekommen schon. Ne? So, jetzt müssen wir auch langsam mal zurück. Da hinten haben sie uns schon mal wieder Natrium hingestellt, damit wir auch den Weg zurück schaffen. Links ist Sauerstoff, diese Pflanze oder was auch immer das ist, die sich so aufbläht jedes Mal, ne? Die dicke Backen macht. So, dann. Gucken, dass wir da wieder hinkommen. Ne? So, da sehen wir das schon gleich, schätze ich mal. Ich habe mir Erweiterung für den Exo-Anzug freigeschaltet, damit ich schneller vorwärts komme. Die habe ich aber noch nicht eingebaut. Ich setze mich jetzt gleich erstmal ins Raumschiff, um meinen Schutz aufzuladen. Könnte ich da zwar auch im Gebäude, vermute ich mal, machen, aber da ich ja Aufseher bin, kann ich auch ins Raumschiff. So, hier fängt wahrscheinlich der Siedlungsbereich an. Vermute ich. Vielleicht konnte ich deswegen auch da nicht landen, weil das für Gebäude vorgesehen ist.
So, dann warten wir mal, bis der blaue Streifen links wieder ganz rechts angekommen ist und dann machen wir weiter. So, da siehst du wohl, das geht Flottikowski. Und jetzt gehen wir in die Siedlung. Da hinten ist mein Gebäude, was ich bauen soll, mein Aufseherbüro. Dann gehen wir da gleich mal hin. Oh ja. Haben die sich ja wieder was einfallen lassen hier, ne? Den alten Mischmaschinen. Ja, das ist toll. So, Bereich 210. Ja, bereitstellen. Zack. Gut. 1,26. Mit Hilfe des Büros des Aufsehers kannst du den Fortschritt einer Siedlung vorantreiben. Das ist ja erfreulich. Kann ich mich auch mal ein bisschen umgucken hier, was das hier so gibt, aber da sind kaum begehbare Sachen bei, so wie das aussieht. Na, mal gucken. Was ist das hier? Muss ja immer gucken, ob man mal was abgreifen kann. Ne, ist nicht so. Das ist ein Generator, ne? Und das ist von den ersten Siedlern hier stehen geblieben. Aha, hier können wir rein. Oh, hier gibt es alles Mögliche. Guck. Man muss ja wissen, was sich hier in dem eigenen Bereich auch befindet. Das ist alles natürlich nur Büro hier. Vielleicht muss man dann hier irgendwann mal was reparieren oder so. Keine Ahnung. Aber ich wollte auch einfach wissen. Was da so drin ist, und dann gehen wir wieder raus, bis der hier fertig ist. Ja, guck mal, das hat sich schon entwickelt. Einer war hier am Bummeln, mit dem kann man kann mit denen dann auch reden, in Anführungsstrichen. Ja, noch mal so eine Lagerhalle. Gucken, da sind überall irgendwelche Generatoren in Gange. Ne, was das ist hier, keine Ahnung. Das finden wir aber bestimmt noch raus. So, dann gucken wir hier mal, was hier denn ist. Hier füllt sich auch gleich wieder der Wärmeschutz. Ah, guck mal, jetzt brauche ich 5 Metallplatten. So, stelle Materialien bereit. Metallplatten fürs Dach. Gut. Ansonsten musst du halt 5 Metallplatten, Produkt herstellen, Metallplatten. So, X und bereitstellen. Zack. Braucht er wieder eine Zeit. Ich hoffe ja, dass er nicht noch nach Inneneinrichtung und Licht und alles braucht. Hier kannst du auch sehen, wie weit er ist. Du kannst aber stehen bleiben und dir eine Zigarette genehmigen. So wie ich jetzt. Ja, da sollte man auch bei stehen bleiben, um keinen Verzug zu haben. Na, bin ich ja mal gespannt. Sehen, ob wir dazu gucken können. Ein bisschen schon, ne? Ja, hier ist ja schon geschlossen. Es könnte sein, dass er dann fertig ist. Wollen wir sehen. Ja,
hier ist auch schon alles dicht. Die Schutzwände sind da, 71%. So, dann wollen wir mal gucken, wie weit wir sind hier. Was er denn noch braucht. Man muss also schon ein paar Sachen in der Tasche haben, ne? Also Silikat, Staub oder Pulver, Ferritstaub 250 und mal gucken, was er noch hält. Gleich ist er durch oder er ist ganz fertig. Finale Ausgestaltung. Stelle Materialien, Mikroprozessor 1 von 3. Na, dann wollen wir mal gucken, was wir da für den Mikroprozessor brauchen. Chromatisches Metall und zwei Kohlenstoff-Nanorohr. So, das machen wir erstmal anders. Warte, ach, das war scheiße. Ich will erstmal zwei Plätze frei machen. Ich kann hier die Barbzelle herstellen. Dann habe ich hier zwei Plätze frei. Ne? So, jetzt mache ich zwei Kohlenstoff-Nanorohr. Das heißt, du brauchst auch Kohlenstoff. Mal gucken, habe ich genug chromatisches Metall? Nee. Das heißt, das muss ich jetzt auch noch herstellen. Ich brauche. Mal gucken, wie viel wir brauchen. Wir können auf jeden Fall schon mal einen herstellen. 40, also ich brauche noch 30. Ne? So, dann stelle ich hier mal einfach. Treibbare Raffinerie ab. Treibstoff. Und Kupfer. Ja, du kannst auch die anderen Sachen nehmen. Auf jeden Fall musst du chromatisches Metall daraus machen können. Ich mache mal rund 100. Müssen wir ja ewig warten. Also zwei Kupfer für ein chromatisches Metall. So, dann haben wir auch gleich den dritten Mikroprozessor fertig. Schade, ich habe auf der Basis habe ich Sachen, aber ich kann nicht dazugreifen. Ich kann hier keinen Container aufstellen, keinen Lagercontainer, sonst könnte ich darauf zugreifen. Aber das kommt vielleicht noch. Schauen wir mal. Spannend ist es ja. Für die finale Ausgestaltung reicht dann, ist der fertig. Oder das Büro ist fertig. So, lassen wir den erstmal stehen und bauen die dritten. So. Jetzt können wir den bereitstellen. So, 2%. Verbleibende Zeit. Sieht ja ganz ordentlich aus, ne? Ein prunkvolles Verwaltungsgebäude. Ahaha. Aber die haben schon hier die Wände weggenommen. Ja, sind noch welche. Wärmeschutz, okay, die lade ich mal eben auf. Ne, braucht man da gar nicht reingehen, man muss nur hier unterstehen. Ne, ehe ich das vergesse, mache ich das lieber und dann warte ich, bis er soweit ist da vorne. Kann ich von hier zwar nicht sehen. Ah. Prozent, gut, da können wir hier stehen bleiben. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Also, wenn ich da reingehen kann. Ja. Ich
Gelände des Verwaltungs in deinem Büro? Ja. Gut. Schön. Ah. Das dürfte das Verwaltungsterminal sein. Baugelegenheiten. Erstmal die Status. So, die Schulden tilgen. Was könnte ich machen? Ich habe ja noch Kohle. Salon. Da muss ich überall plus 76.000 minus Produktivität. Machen wir das mal hier. Fahrmodul. Y oder hier drauf. Ja, wir müssen erstmal Produktivität haben. Wir suchen, um Ressourcen bereitzustellen. Chromatische Metalle brauche ich. Da brauche ich noch 117. Also, ich kann anpinnen. Ah ja. Wo ist das? Hallo? Die Siedler. Ja, errichte dein erstes Gebäude. Das bin, da bin ich dabei. Na gut, dann gehen wir jetzt mal raus. Ich soll jetzt aufsuchen. Erstmal muss ich noch chromatisches Metall machen. Na gut, dass ich so viel in der Tasche hatte von dem Kupfer. Das müsste man jetzt los tapern und noch chromatisches Metall machen. So, da machen wir erstmal auch so viel, wie wir brauchen. 117 war das. Und dann muss ich die Baustelle aufsuchen und das dort abgeben quasi. Also muss man vorher sehen, dass man, ne? Also wer jetzt auch sowas bauen will, der sollte sich das alles aufschreiben. Denn ich war ja schon losgegangen, um das Silikatpulver zu holen. Das habe ich immer in den Lagercontainer gepackt. Den kann ich hier leider noch nicht bauen. Oder? Ich guck gleich mal, ob ich den hier bauen kann. Ich lasse das Kupfer da drin. Ach nee, ich nehme es lieber mit. Sicher ist sicher, ne? Man weiß nicht, ob man nicht dann wieder da Kupfer reinpacken muss. So. Und jetzt, wo ist das? Die Farm. Da haben wir auf jeden Fall mehr Produktivität. Aha, das könnte sie sein. Und? Wie kann ich das hier bereitstellen? Muss ich das im Aufseherbüro machen? Dann gehe ich mal in mein Aufseherbüro. Also das geht hier jetzt nicht. Also muss ich doch da hin. Muss das ja irgendwie gehen. Hier rum, andersrum. Ach, da ist die. Da war ich ja völlig falsch. Ja, dann ist das ja auch kein Wunder. Da ist dieses Terminal wieder. Gut, das sehen wir jetzt. Und dann wollen wir das mal machen. Hallo, wieso geht denn das nicht? Ist das im Raumschiff gelandet oder was ist das hier? Wo ist denn das? 200 habe ich doch.
Ach, ich brauche 210, oder was stand da? Oh Mann, das ist ärgerlich. Ich mache sonst immer mehr, aber jetzt natürlich nicht. Zehn. Da mache ich jetzt einfach so einen dicken Daumen was. Dann würde ich 50 oder was weiß ich. Also, das reicht erstmal so. Komm. Kann ich hier hinten auch quer gehen? Sein, ne? Ja, sieht so aus. Jo. So, jetzt können wir bereitstellen. Gut, das dauert 1,5 Stunden. Das ist die Basisstruktur. Begrüße den Fremden in deinem Büro. Na, dann wollen wir das mal tun. Das Verwaltungsterminal soll man benutzen. Dafür sollten sie auch mal einen Hintereingang haben hier. Das ist ja. Das ist das Gute dabei. Ja. So. Pionier Ozo Wald möchte mit dem Aufseher handeln. Er verlangt Respekt als Gleichgestellter. Er behauptet, Neuralleitung zu Geschenk und lächelt dabei. Neuralleitung ablehnen? Was willst du? Dann nehmen wir die erstmal an. Ein guter Nachbar, okay. Gut, Status der Siedlung, alles läuft rund. Sprich mit den Bürgern. Oder verlasse um das Universum. Du wirst benachrichtigt, wenn du gebraucht wirst. Also 1,5 Stunden müsste ich mich jetzt, das ist echt Zeit. Die müsste man sich jetzt hier vergnügen oder das Spiel halt abmelden. Und dann wiederkommen. Dass man das auch, das dauert also wahrscheinlich, muss man dann noch mehr Sachen bauen, das Casino, da musst du auch was bereitstellen und. Na, dann spreche ich mal mit den Bürgern hier, mal gucken, da vorne läuft einer. Hey Alter, wie geht's dir? Ich geh auch mal hoch, was ist denn da? Kümmere dich in deinem Büro um das Problem. Das ging ja flott hier durch. Neuer Twist. Das ist der neue Siedler. Pass auf, pass auf. Entscheidung treffen. Streit zwischen Bürgern schlichten. Der Gegenstand Unterlichtverstärker. Hat versagt. Er klagt Techniker der Sabotage an.
So, den Verlust, weil er finanziell angegeben hat. Techniker freilassen. Minus Siedlungsschulden, aber das ist ja auch nicht in Ordnung, ne? Jupi. So, freilassen. Okay. Status. Ja, Produktivität ist schon auf 108 gestiegen, aber die Wartungskosten auch. Oh Gott, oh Gott. Ja, wie kann ich die denn tilgen hier? Kann ich nur durch das Bauen tilgen wahrscheinlich, ne? Okay. Ich denke mal, die Zufriedenheit, wenn du gerechte Entscheidungen triffst, die hängt auch davon ab, was du für Entscheidungen triffst. Hier mal um. Nicht viel um zu gucken, ne? Gut, da kann man sich immer mal aufwärmen. Entfernt. Er ist begeistert, den Aufseher zu treffen. Das freut mich. Ich liebe Leute, die begeistert sind, mich zu treffen. Neue Bitte. Siehst du, brauchst du gar nicht wegfliegen. Da hast du genug zu tun hier. Bitte der Bürgerschaft ansehen. Ein Fest, die Sommersonnenwende. Ein solches Kontor. 85. Feier zustimmen, bitte ablehnen. Und plus 70.000 Schulden. Na, dann machen wir das mal. Warum nicht? Anfallende Schulden der Siedlung 70.000. Jo. Aber gerne doch. Ne, das ist ja jetzt üben hier. Status. Produktivität. Gut, die erhöht sich dann erst, wenn ich das andere Teil fertig habe. Da war ja 100 noch was Produktivität bei diesem Stallgebäude. 30 Bürger. Zufriedenheit ist 14. Das ist doch schon mal schön. Dann kommen auch mehr Leute. Dann gibt es auch mehr Produktivität. Roboterdiener. Erhöht die Bürgerzufriedenheit. Ja, aber die werden mir noch nicht angeboten. Oder ich bin zu doof. Das zu finden. Gibt es hier noch irgendwas anderes? Ja, ist nur so, ne? Trinken wir erstmal einen Schluck Kaffee. Kann ich über mein Raumschiff das auch verwalten? Das wäre ja ganz gut, aber vermute mal eher nein. Und dieses Gepfeife hier drin, das geht mir auf den Socken. So. Wo sind denn hier die Bürger alle? Kennen die noch?
Ich sehe hier keinen. Da ist einer. Das ist aber der, den ich schon gesehen habe, glaube ich. Der läuft weg. Nee, der läuft da rein. Dann gehen wir da auch mal rein. Wo ist er? Lümmel. Wieder rausgegangen. Ist das der gleiche? Besorgt. Kundschafter-Entität. Ja, dann sei besorgt. Okay. Da ist noch einer. Aha. Sagt mir jetzt nichts, aber unterwegs zu Schrotthaufen. Okay. Da ist noch einer drin. Grüße. Fühlt sich schwer. Da stellt die Verwaltung in Frage. Du das. Ne? Ist ein schönes Gefühl, wenn man das Spiel gesichert hat. Ganz ehrlich. Ja, dann komme ich wieder. Ist nur die Frage, wie speichere ich das jetzt hier? Ich nehme die erstmal auf. Dann habe ich alles bei mir. Muss ich jetzt Raumschiff oder kann ich das hier auch irgendwo speichern? Ja, ich habe zwar nichts gesehen, aber ich bin so, dass man sich hinlegt, so wie das in anderen Spielen ist, und dann. Aber nee. Das nervt aber echt, dieses Gefühl. So, jetzt könnte man natürlich, oder ich, zur Basis fliegen. Oder muss ich erstmal speichern. So, und aussteigen und gespeichert ist. So, dann gucken wir uns mal um, was hier so alles ist. Was sind hier für Spuren? Gar nichts mehr. Was ist das denn? Das Technologiemodul. Rostwurz. Natrium. Dioxid. Dioxid. Natrium. Wächter. Kupfer. War ich da nicht gerade? Das werde ich jetzt sehen. Nee, ich glaube, da bin ich rechts vom Raumschiff weggegangen. Also, die habe ich ja schon angeguckt hier. Das ist klar, da bin ich aber zum Raumschiff zurückgegangen. So, Dioxid haben wir hier, also Ferritstaub und Dioxid. Okay. Dass man sich als Aufseher mit diesen Sachen auch noch abmühen musste, das ist ja nichts. Oh, ich dachte gerade, jetzt hört sich ab.
Da sehe ich schon die Kupferansammlung. Das ist auch wieder dein Militärpulver, siehst du, wo ist das für? Da ist der Rand. Sammelt jetzt auch besser auf irgendwie, finde ich. Das ist nicht mehr so umständlich. So, dann haben wir jetzt wieder was eingesackt. Und wenn die Schieße runter. Hier, quack, quack, quack. So, was ist hier? Ist hier eine Höhle? Das wäre schön, aber es ist nur schwarz. Okay. Spaziergänger, na denn. Wenn das so ist. Noch eine Kupferansammlung. Warum habe ich die denn eben nicht gesehen? Ach schön, nehmen wir alles mit. Wir brauchen Kupfer und chromatisches Metall. Scheint ja aber eine große Ablagerung zu sein. Ja, schön. Muss man nicht so oft los. Muss erstmal den Rand finden. Yeah.
Das auch schon zielen, ne? Ja, sag mal. Danke sehr. Und eine nette Geste. Und ich muss dringend den Gefahrenschutz auffüllen. Mann, das darfst du nicht vergessen. Sauerstoff. Da kommt der Sauerstoff schon wieder. Zwischendurch immer mal abspeichern. Diese bekloppte Fliegerei. Das ist eigentlich nur nervig. So, jetzt will ich mal gucken, wie viel habe ich denn jetzt hier an Kupfer? 1096 wieder. Das ist doch wunderbar. Ich glaube, ich hatte unter 300 da noch. Na, das ist doch prima. Pugnium habe ich auch. Ja, dann den speichere ich jetzt erstmal ab, aber vorher gucke ich noch mal hier rein. Gut. An der zentralen Schnittstelle, wo, was ist das denn jetzt? Achso, das ist da, wo man sich angemeldet hat. Die erlaubt das tägliche Einsammeln überschüssiger Ressourcen. Das variiert je nach Siedlung. So, Plasmawerfer. Was brauche ich denn da? Aminokammer. Ich glaube, stelle Metallplatten für den Kohlenstoff und Chlor Aminokammer her. Ich habe aber noch kein Dreifach. Das ist nicht so unbedingt möglich. Hermetische Siegel kann ich machen. Gut, der hat wahrscheinlich jetzt auch schon. Wurde wiederhergestellt. Muss das mit dem Basiscomputer interagieren. Ich muss mal gucken, ob ich hier schon was bauen kann. Ich gehe mal in das Büro. Archive verfügbar. Ja, und das ist jetzt blöd, dass ich da so weit weg bin. Wo steht denn jetzt mein Teil hier? Teil nicht finden, weil ich sie eingepackt habe. So, dann will ich mal gucken. Bereitstellbare Technologie. Basiscomputer. Das ist doch auch was. Da mache ich mir noch ein bisschen chromatisches Metall. Obwohl, kann ich ihn ja auch hier drin machen. Ja, mal gucken, ob ich den hier drin eigentlich aufbauen kann. Ja. Zack.
200. Ungefähr. Das ist ganz gut. Da steht man drin. Und dann werde ich mir hier, warte mal, das kann ich auch schon rausnehmen. Kann ich mal sehen, ob ich die hier schon bauen kann. Jetzt die Basis drin, ja. Tatsächlich, gut drin kann ich den bauen. Machen wir das. Das gibt's doch nicht. Ah, das geht also nicht. Ich kann jetzt nicht. Ich kann ihn jetzt nur mit RS wieder einsetzen. Okay. Schade. Dann hätte ich von hier jetzt diese Neuigkeiten. Aber man kann ja hier in der Nähe irgendwo was registrieren, um darauf zugreifen zu können. Den habe ich jetzt hier im Rucksack. Ne? Da ist er, ja. Da muss ich da direkt mal gucken, wo ich denn die Siedlung beanspruchen kann. Direkt hier neben kann ich da auch meine Lagercontainer hinstellen. Das wäre ja ganz praktisch. Richtung will ich das jetzt machen. Ich glaube, hier am Rand, da wird das schon gehen. Nehmen wir mal an, dass die nur bis zum Berg hier die... Gut, sonst kann ich das ja wieder einpacken. Eine Siedlung mehr oder weniger, was soll's, ne? Mache ich das hier. Ah ja, das ist eine bewohnbare Basis. Was? Geht nicht. Das gefällt mir nicht. Wo gehen wir dann erstmal hin? Gehen wir den Berg noch hoch oder gehen wir da? Ach, gehen wir da hin. Ach, da haben wir auch gleich Rohstoff zu gucken. Das ist auch schön. Brauchen wir. Dann ernten wir die erstmal. Versuche ich hier mal. Also geht auch nicht. Das ist aber jetzt ganz, finde ich.
Jetzt lustig. Ich will ja nur Teleporter bauen. Sowas will ich bauen. Wieso kann ich das in der Siedlung nicht machen? Vielleicht kommt das noch. Also das geht schon mal so erstmal nicht, wie ich es mir dachte. Schade. Wärmeschutz wieder auf Land. Hat. Dann gehe ich mal ein bisschen ernten da hinten. Kohlenstoff, Ferrit und so. Gedöns, das steht da ja alles rum. Was soll das? Ne? Wir brauchen das zum Bauen. Hallo. Das ist eine schöne ebene Fläche, da könnte man auch gut bauen. So, jetzt muss ich mal meinen erweiterten Strahl ausprobieren. Der müsste den ja jetzt auch schaffen hier. Ja, sehr schön. Das ist ärgerlich. Habe ich in dem Raumstück noch? Ja, jede Menge. Also, zurück bis wir da. Dicht genug sind, habe ich auch noch keinen Teleporter drin. Ob das sind 50 nur. Gucken wir mal. Ist 71. Noch. 49. Ja, also 50 Meter. Die können wir ja auch erstmal hier rüberpacken. Blam, 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 blam. Silikatpulver, ja. Die Farbzelle, die können wir auf jeden Fall ja da reinpacken und die können wir auch gleich in den Hyperantrieb packen. Dann haben wir gleich den Platz frei und den weiter betankt. Verdichteter Kupfer, die Wasserstoff, ist alles Sachen. Die man braucht. Was habe ich dann eigentlich hier hinten? Ferritstaub und verrostete Schitte. Kann ich ja auch mal durchlaufen. Ich habe nur noch so wenig Ferritstaub. Da muss ich was tun. Ugneum, das brauche ich auf jeden Fall erstmal nicht, denke ich. Und Silikatpulver packen wir auch. Das kriegen wir sowieso jedes Mal. Dann lassen wir das. Mal was aus abbauen. Ne? Biozid. Also ich brauche Ferrit. Ferritstaub, Ferritstaub, Ferritstaub. 50 plus. Jetzt hätte ich auch da reingehen können, ne? Wäre schlauer gewesen, aber na gut. Den Namen wir jetzt hier kurz auf hier. Baugeräusche, ne? Denkt immer, das ist draußen. Also ich denke das.
Das wäre aber gut, wenn man hier mit dem Basiscomputer auch interagieren könnte. Das finde ich nicht so prall auf einem anderen Planeten und der musste immer zurück. Das ist blöd. Ich denke mal, das wird bestimmt noch gebraucht. Sonst wird das hier nicht stehen. Wieder hier zu sehen. Ja, dann müssen wir Ferritstaub sammeln, dann nützt ja alles nichts. Kohlenstoff haben wir noch gar nicht abgefordert, das kommt dann vielleicht noch. Zeit betreiben. Der fertig ist da mit seinem Feinigkeit. Ne, viel zu war das, ne? Bauernhof. Ja, Bauernhof. So, dann haben wir gleich wieder Fläche frei gemacht. Unordentlich Rohstoffe angesagt. Den brauchen wir mit da den rein für richtig zu locken. Und dann gehen wir uns mal wieder aufwärmen. Wie voll. Nichts voll, da war nur irgendwas, was jetzt dazu gekommen ist. Temperatur stabilisiert sich.
So, dann sind wir wieder aufgeladen. So, wo war denn jetzt dieser Bau? Ich dachte, der wäre jetzt hier irgendwo. Mal, wie lange der noch braucht. Das müsste eigentlich auch angezeigt werden, finde ich. Prozent abgeschlossen. Oh, Stunde noch fast. Das ist ja noch ganz happy. Kann man nichts speichern. So, ich nehme mal an, diese täglichen Überschüsse, die kann man hier abrufen. Ich mal gucken, was hier angezeigt wird. Prozent Alarmstufe. 30 Bürger zufrieden haben, okay. Also kann ich hier nicht. Jo, dann habe ich es abgespeichert und komme in einer Stunde wieder oder in einem Tag. Und dann kann ich dort weitermachen. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen weitergeholfen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin viel Spaß beim selber spielen. Tschüss.